Servus und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Deponia mit mir, eurem Sony, den Commander. Und letztes Mal haben wir hier auf dem Jahrmarkt aufgehört. Wir haben vor, uns einen wunderschönen Schwan der Liebe zu verdienen, indem wir beweisen, dass Rufus mit Goal innig verliebt sind. Und bisher sieht es nicht so gut aus. Hoffen wir einfach mal, dass es klappt. Schauen wir mal rein. Nein, das Frauen... Der Trend geht offen. Noch ist das eher... Ich will... Die Zeitung? Also dann, Mann gegen Wombat. Ein unsportlicher Kampf. Hey, warte! Au. Bitte nicht! Andererseits, wenn ich diesen Wombat ganz alleine besiege, glaubt mir das ja nachher niemand. Ich sollte mir ein Publikum besorgen. Einzige Publikum, was es noch gäbe, wäre er da oben. Genau darum heißt es Spaßbremse und nicht Spaßgaspedal. Na, okay. Magazin? Er ist der Letzte, den ich zum Thema... Guck mal hier. Damit kennt er sich nicht aus. Bowlingkugel? Damit kennt er sich nicht aus. Da geht es um... Der Name Himmel? Mein Vorhaben, bing, steht unter einem guten Stern. Wow. Kann man die eigentlich bewegen? Oh, Tatsache. Nice, die ist bewegbar. Wegen dir... Schau mal, Hüte? Extravagante Hüte sind retro und darum wieder voll aktuell. Umso besser, dass ich meinen Turban trage. Und aktuell? Schau mal, der mehr Platz für Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Was? Zeig mal. Mützenmodell Ansgar Fleischhut bestätigt. Männer mit Frisurvakanzen wirken potenter. Darum diesen Sommer. Das Schiebedach offen lassen. Na, wenn das so ist. Oh. Dann gib mal deinen Turban her. Geil. Schau mal, extravagante Hüte sind retro und darum wieder voll aktuell. Oh je, das heißt ja, ich bin voll hinter dem Trend. Wo bekomme ich denn jetzt einen extravaganten Hut her? Möchtest du dir den Hut aufmalen? Das wird ihn nicht interessieren. Ah, ich sehe, du hast Talent. Bowling? Hä? Nee, was sind denn jetzt? Was soll das denn sein? Ein Hut vielleicht. Und ein extravaganter dazu? Her damit. Rot schick. Und er schmeichelt der Kopfhaut. Tja, da gibt's bei dir ja einiges zu schmeicheln. Was passiert, wenn ich ihn jetzt nochmal sage, von wegen, hey, Glatze ist in? Schau mal, der mehr Platz für Stirnfalten... Ein Glück. Dieses Monstrum hier macht mir nämlich langsam Kopfschmerzen. Oh. Kannst du jetzt eine Vorhersage machen? Wie denn? Ich habe immer noch keine... Oh, verstehe. Ach, warum nicht? Worum geht es? Also, ich brauche ein romantisches Foto von mir und meiner Freundin, um ein Boot auszuleihen. Hast du etwa keines im Portemonnaie? Eben nicht. Dann wirst du eines machen müssen. Da vorne gibt es ein Fotoapparat. Dieser Tipp war gratis. Wow. Okay. Turban und Bowlingkugel? Das hilft tatsächlich. Na cool, Abtrappe. Sag Cheese Goal. Cheese Goal. Perfekt. Na gut, wird schon irgendwie klappen. Auch wenn es sehr unglaubwürdig aussieht.
Okay. Ich die Gola. Ich kann die Gola-Trappe nicht mitnehmen. Kann ich hier das Foto zeigen? Was sagst du dazu? Schau mal. Zeig mal. Ah, was? Was ist? Ist das etwa deine Freundin? Ich hoffe, ihr plant keine Kinder. Lies einfach die Zukunft, okay? Schon gut. Ich glaube, ich empfange tatsächlich ein Bild. Aber was ist das? Eine Feedback-Schleife. Schnell, nimm das weg. Nimm das weg, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das. Ja, toll, er ist kaputt. Hallo? Ist das noch Teil der Vorhersage? Wie unheimlich. Wer? Hallo? Was? Oh. Entschuldige, bitte. Ich muss kurz eingenickt gewesen sein. War gestern wohl etwas länger, was? Wer hätte gedacht, dass Sie so tief in der Provinz so gute Goa-Party schmeißen? Warte, nee, da möchte ich was testen. Schau mal. Ich mach mal das Foto. Feedback-Schleife, auf geht's. Ist das noch Teil der Vorhersage? Kann ich jetzt da drauf malen? Das wird ihn nicht interessieren. Ich muss gucken. Nee. Tunnel of Love. Da mal ein schönes Foto. Ein Love-Score von 0? So kommst du nie auf das Boat of Love, Bushi. Nein, das soll eine über Frauen. Warte mal, wenn ich ihn in eine Schleife setze und ein Foto mache. Vielleicht ist das Inspiration für den Typen. Ist das noch Teil? Es klappt tatsächlich. Bitte recht freundlich. Und jetzt nochmal geheimnisvoll. Agentengleich. Wie viele Fotos will er noch? Spüren. Und jetzt, als hättest du unter dich gemacht. So, ich glaube, ich habe alles, was ich sehen wollte. Es war eine Freude, mit dir zu arbeiten. Geben wir dem doch mal das Visionsfoto. Ah, da bist du ja wieder. Es funktioniert nicht. Kennen wir uns? Ich dachte schon. Das wüsste ich aber. Ich kann mich sogar an Dinge erinnern, die noch gar nicht passiert sind. Dann funktioniert es vielleicht doch. Was funktioniert? Das Prophetentum. Ich sehe Dinge voraus. Na, willkommen im Club. Und ich spreche mit unserem Schöpfer. Verlassen Sie umgehend das Clubgelände. Keine Sorge. Im Augenblick tue ich weder das eine noch das andere. Meißelblockade. Ich hänge beim 4-3-viertelten Gebot. 4-3-viertelten? Ja, das dritte ist etwas länger geworden. Na und, wen juckt's? Nun, der Platz auf dem Stein ist begrenzt. Dazu kommen die hohen Lokalisierungskosten. Und trotzdem redest du und redest du. Man könnte fast von Labern sprechen. Ursprünglich sollten es nur 3 Gebote werden. Aber ich habe das Gefühl, mir fehlt noch ein guter Abschluss. Glück im Unglück. Du bist genau an den richtigen geraten. Du hast nicht langweilt deinen Nächsten, du hast nicht beeinflussbaren dein Weltbild aufquatschen? Das ist gut.
großzügig Hammer und Meißel an Fremde vergeben? Niemals sollst du das Ding in Stein meißeln? Wie lautet überhaupt dein drittes Gebot? Oh ja, wie lautet überhaupt dein drittes Gebot? Mach niemals mehr als drei Gebote, es sei denn, das dritte endet mit... Ja? Das war's. Oh, verstehe. Wie wär's mit, du sollst nicht langweilen deinen Nächsten? Ich weiß nicht. Manche Leute können das gar nicht beeinflussen. Sigi aus meiner Knettherapie zum Beispiel redet ganz häufig über Arbeitskollegen, die... Hörst du mir überhaupt zu? Ich würde das Schwarze nehmen. Das Blaue? Wie wär's mit, du sollst nicht jenen, die beeinflussbaren schlichten Gemütes sind, dein Weltbild aufquatschen? Auf keinen Fall. Genau das ist doch mein Plan. Ach ja. Wie wär's mit, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln? Oh, das gefällt mir. Es ist, prägnant. Und es hat dieses selbstironische Augenzwinkern, das man sonst nur im Titel von Hip-Hop-Alben findet. Oh nein, bitte kein Hip-Hop. Und? Was sagst du? Perfekt. Das muss das Publikum erfahren. Er sieht aus wie jemand, der unter einer Brücke pennt. Aber woher hat er dann die Gardinen? Meine Damen und Herren, ich bitte um tosenden Applaus, Mumu, Wuwu und Kikeriki für Obdach Moses. Obdach Moses, nice. Niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Ja, das ist gut. Der perfekte Abschluss der Reihe. Ich finde, er sollte noch so eines machen. Wirft es euch nicht zu viele Fragen auf? Was ist beispielsweise aus diesen Nächsten geworden? Die tauchen im zweiten Gebot auf und werden nie wieder erwähnt. Wie ich's mir gedacht habe. Vielleicht hättest du es nicht meißeln sollen. Jetzt brauchst du noch ein Gebot, um dich mit deiner Community wieder zu versöhnen. Ich wollte doch nur geliebt werden. Schau mal, meine Freundin. Du datest eine Bowlingkugel? Ja, das hast du nicht vorhergesehen, was? Okay, gut, gehen wir nochmal ein Visionsfoto. Dir fehlt also eine Vision? Nun, hier hast du eine. Aha, ich erkenne gar nichts. Ich weiß, es ist verwackelt. Das ist der temporale Jetlag. Das letzte Mal, dass ich geschlafen habe, ist in 10 Stunden. Du verstehst mich falsch. Ich finde es super. Explizit werden macht nur angreifbar. Es sieht so aus wie ein Tunnel aus ein und demselben Bild. Und ein Ende ist nicht zu erkennen. Das hat irgendwas mit einer Feedbackschleife zu tun. Perfekt! Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das letzte Gebot lauten muss. Jetzt brauche ich nur noch eine Methode, sie auf Stein zu bringen, ohne das 4¾ Gebot zu verletzen. Hier, nimm meinen Meißel. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Warte, ihm kann ich doch jetzt bestimmt die Wassermalfarben geben. Abwaschbare Wasserfarben? Perfekt! Damit kann ich endlich das letzte Gebot vollenden. Oh Gott, das sieht schrecklich aus. Hey, Jungs, da oben tut sich was. Hat er schon wieder seinen Bart irgendwo festgemeißelt? Nein. Festgemeißelt? Es gibt ein neues Gebot. Echt? Wie lautet es? Nur eines bleibt für immer stehen. Die Show muss ewig weitergehen. Wow. Und darauf haben wir jetzt hier die ganze Zeit gewartet? Ich bin so enttäuscht. Habt ihr auch plötzlich das Bedürfnis, zurück nach Haldika zu gehen, um religiöse Spinner totzumetzeln? Wir sollten definitiv unsere Entscheidung, unser Leben zu überdenken, überdenken. Genau. The show must go on. Du sagst es. Hört, hört. Aber die bleiben immer noch sitzen.
Endlich kann ich mich zur Ruhe setzen. Macho, aber ich behalte die Lizenzrechte. Lizenzrechte? Na klar. Ich habe schon die Besetzungsliste für das Re-Reboot im Kopf. Und das Tollste, Veronika Fernes kommt nicht drin vor. Können wir jetzt nochmal mit Schrottrittern reden? Hey, da, Gevattern! Redest du mit uns? Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Lass hören. Oh. Wir haben lange genug hier rumgegammelt. Ach, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, ob das was für euch ist. Es geht darum, einen Ring zu suchen. Red weiter. So ein Biest hat ihn geklaut und ist damit in ein Labyrinth geflohen. Nun, wir haben schon schlimmere Aufträge angenommen. Allemal besser als dieser Promo-Job für Babynahrung im Brinkley's. Worauf warten wir noch? Die Zeit ist gekommen, meine Getreuen. Ah, das hätte ich nicht erwartet. Haben wir den dunklen Mächten erlaubt, Tod und Schrecken über uns zu bringen? Seid ihr bereit, mir euer Schwert für die letzte, alles entscheidende Schlacht zu überlassen? Soll das da drüben etwa das Labyrinth sein? Ich interpretiere das als ein begeistertes Ja, follow, los geht's. Na dann, auf geht's. Seid ihr bereit für den Kampf und die Kräfte? Ja. Für Ruhm und Ehre! Ah, dachte, er wiederholt hat sich er einfach nur. Oder rumgesagt. Lassen wir es drauf ankommen. Oh nein, es ist ein altes Arcade-Teil. Da ist er. Damage, man. Yes. Oh, das ist ein richtig nicer Ring. Das Kleinod in Händen. Schrottkumpel. Dachte er der tapferen Kameraden, die in der Schlacht gefallen war. Hässlicher Huttyp. Anderer Typ. Und habe ich jemanden vergessen? Das ist egal. Hm, naja. Können wir ihr jetzt einen Einhornring schenken? Was hast du da? Eine romantische Geste. Einen vollgesabberten Plastikring aus einem Pop-Art-Katalog? Fast. Er kommt aus einem Kaugummiautomaten. Warum zeigst du mir den? Wie würdest du reagieren, wenn ich dich unterrichtete, dass es sich hierbei um ein Symbol meiner Gefühle für dich handelt? Ich würde dich fragen, was die Bissspuren und das Blut symbolisieren. Dann ist es ja gut, dass ich das nicht gefragt habe, richtig? Richtig. Ja, ja, ich bin ein echter Frauenversteher. Ja. Ich romanze alles ungefettet in Grund und Boden. Okay. Dann versuchen wir jetzt, ihm hier oben zu helfen. Einhornring, hilft dir das? Damit kennt er sich nicht ab. Da geht es um... Hammer und Meißel? Stillhalten? Stopp! Was hast du vor? Stillhalten gilt auch für die Sappelklappe. Ich protestiere! Stell dich nicht so an. Es ist wie ein Pflaster abzureißen. Nur eben mit Hammer und Meißel. Handwerk hat goldenen Boden. Nein! Wenn du das Wasser verfehlst, vergiss nicht... abzurollen. Dass mich die Leute aber auch nie ausreden lassen. Na, absolut schrecklich. Nie lassen sie ausreden. Aber wo finde ich ihn jetzt? Ah, da ist er ja. Na, da
schau her. Dero Gnaden hat sich doch noch bequemt, hier aufzukreuzen. Ja, wer hätte das gedacht, nachdem du mich eben beinahe getötet hättest? Das war doch vollkommen ungefährlich. Du hingst über dem Fluss. Direkt über der Stelle, wo Biber einen Damm aus rostigen Nägeln gebaut haben. Das zählt trotzdem als Fluss. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Tja, das Leben ist kein Grabbeltisch. Ich zum Beispiel bräuchte einen zuverlässigen Assistenten. Und nun guck mal im Spiegel nach, was ich da habe. Kann ich ihm Zucker jetzt? Damit kennt er sich nicht aus, aber geht es um. Also, was ist dein Plan? Porta Rustica ist nur wenige Stunden flussaufwärts. Wenn wir deine Abreise verhindern, kann heute Abend in Kuwak auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Könnte knapp werden. Bei Sonnenaufgang werde ich dort bereits aufbrechen. Dafür ist gesorgt. Ich habe uns ein Boot organisiert. Alles, was wir noch brauchen, ist ein romantisches Foto von Goal und mir. Und wo ist sie? Und was ist das da? Das Casting ist Sache der Regie, okay? Du operatest die Kamera. Und ist es jetzt soweit? Ja? Ja, geht los. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Wenn wir ihnen die Kamera geben? Damit kennt er sich nicht aus. Da geht es um. Und? Einen Moment noch. Und? Vielleicht hat nur das gefehlt. Ja, geht los. Drück einfach auf den Auslöser. Kamera bereit? Der passt hervorragend zum Motiv. Leider kann ich ihn hier nirgendwo befestigen. Ah, darum geht's ja. Okay. Der passt hervor. Leider kann ich. Petro-Magazin? Bowling-Kuh. Nein. Okay. Aber vielleicht hilft das Herz ja. Ja, geht. Machen wir noch. Ich finde die Melodie cool von seiner Rückschleife. So, jetzt haben wir doch ein besseres Foto. Gehen wir mal zum Liebestoll und werfen da das Foto ein. Das könnte klappen. Oh. 1 von 3. Das ist bestenfalls eine kleine Schwärmerei. Es geht aber voran. Nein, Frauen. Okay. Nimm mal das auf dem Wurstbrot? Hier, guck mal. Es scheint ihm Wurst zu sein. Lea? Hallo? Was? Oh. Entschuldige, bitte. Ich muss kurz. Ja, gestern wollte. Ich bring das neue Foto ihm was. Oder warte, Einhornring erstmal. Das wird ihn nicht Nee? Das Foto mit. Schau mal, ja. Zeig mal. Was? Was ist? Ist das etwa da? Ich hoffe, ihr. Lies einfach die Zukunft, okay? Schon gut. Ich glaube, ich empfange tatsächlich ein Bild. Aber was ist das? Eine Feedback-Schleife. Ja. Ist das noch Zeit? Schau mal. Nein, nicht nochmal ins Foto. Oh. Ist das noch? Na gut. Ich muss vergessen. Wer? Okay. Klappe, die bringt mir nichts mehr. Das Selbstauslöser, die Hand. Aha. Dann kann ich Goal dahin geben. Oh, Rufus, wo hast du nur dieses kostbare Schmuckstück her? Ich hab sie auf Elysium aufgegabelt. Oh.
Du Charmeur! Okay. Gelenkstange. Ja, da kommt wahrscheinlich nichts dran. Und? Ist es... Ja, geht, machen wir noch. So, ein weiteres Kamera Foto. Bereit? Ein weiteres Foto, ein weiterer Versuch. Jetzt mit Ring. Zwei von drei. Bravo, du bist nah dran, Bushi. Irgendwas fehlt uns noch. Irgendwann kehre ich zurück und erledige die Sidequests. Versprochen. Hier brauche ich nichts mehr. Ich glaube, dafür benötigt man Kleingeld und Immunkräfte gegen... Ja, der bringt mir nichts mehr. Der würde sich gut auf dem Foto machen, aber ich bezweifle, dass ich die Fotowand hier raufgewuchtet kriege. Ich wünschte, es gäbe diese Option. Tja, aber es gibt diese Option. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Wait, ich habe einfach Linksklick gedrückt, weil ich Rechtsklick gerade verpasst hätte. Er holt nicht wirklich einen Stern einfach vom Himmel, oder? Das ist schon ziemlich albern. Ach, was soll's. Für die Liebe. Ach, wow. Stern vom Himmel holen. Check. Wow. Naja. Oh, schön. Und? Einen Moment. Und? Und ja, Fototime. Kamera bereit. Fotofreund. Hey Jungs, gute Neuigkeiten. Ich habe Pimpi überreden können. Was ist denn hier los? Goal! Das sieht jetzt vielleicht seltsam aus, aber... Soll das etwa ich sein? Was für perverse Spielchen treibt ihr hier eigentlich? Ich habe nur den Auslöser gedrückt. Das ist alles Teil meines Plans, um... Ich will's nicht wissen. Das Boot ist bereit. Kommt jetzt. Na toll. Was? Mac, mach den Kopf zu. Ja, wir fahren mit dir zusammen. Liebes, wie ich sehe. Ähnlich tief, ähnlich weit, ähnlich bin. Wo von Heilen und Aalen und Kraken, die tief unten am kaum erkunden. Nütten Meeresgrund lauern. Doch Pimpi, oh Pimpi, oh Pimpi, der Clown. Und schifft all das Grauen. Vertrauen ist nur okay. Sehr schmusiges Lied. Boat of Love, Boat of Love. Na kommt schon, nicht trödeln! Ah. Checkst du's noch? Wir sind zu spät. Die Sonne geht ja schon fast wieder unter. Mein anderes Ich ist schon seit Stunden fort. Ach ja? Und warum beeile ich mich dann so? Weil du ein Trottel bist. Ja, noch haben wir jetzt kein Zeitreset. Ja, scheinbar sind wir bei der Uni angekommen. Wie lange haben wir noch, bis sich die Zeit resettet? Mal sehen. Auf Elysium ging die Sonne gerade unter. Wurzel aus Deponias Radius plus Höhe von Elysiums Orbit. Ich schätze 2 Stunden nach Sonnenuntergang. Verdammt! Da wünscht man sich ja doch glatt die Zeitmaschine zurück. Naja, in meinem Labor hätte ich eigentlich alles um... Junior? Junior? Du hast Nerven! Sofort in mein Büro! Zack, zack! Ruhe am Katzentisch. Hier unterhalten sich gerade die Erwachsenen. Psst, Rufus! Das ist der Dekan! Wie, der Dekan ist ein Zwerg?
Mein Name ist Dekan Angus McChronicle Senior. Senior? Wohl eher Vize-Senior, wenn überhaupt. McChronicle hätte mir bestimmt erzählt, wenn er einen Sohn hätte. Hab ich aber nicht. Hä? Darf ich vorstellen? Mein Dad. Ja, genau. Und ich bin der neue Gastdozent. Und warum stehen Sie dann noch da rum? Dalli, dalli, ab in den Vorlesungssaal. Oh nein. Hey, nicht so hurtig. Das sollten wir erst einmal in Ruhe ausdiskutieren. Oh nein. Oh, Go sieht gar nicht happy aus. Hallo, Klasse. Hallo. Also, habt ihr irgendwelche Fragen? Ich hätte da nämlich einige. Welche molare Masse hat ein Chronopartikel? Jemand anderes? Wie funktioniert deine 4D-Brille? 4D, sicher. Denn 3D und 2D sind ja auch bereits ein Begriff. Wie lassen sich deterministische und non-deterministische Zeittheorien miteinander vereinbaren? Nicht mit einer überhasteten Antwort. So viel ist sicher. Wo ist McChronicle? Ja, McChronicle. Phenomenal. Phenomenal. McChronicle ist nicht hier. Und ich muss auch los. Beschäftigt euch doch einfach so lange ein bisschen. Dieses ganze theoretische Gedöns hilft euch in der Realität ohnehin nicht weiter. Haldika wurde auch nicht vom Schreibtisch aus entdeckt. Selbst euer heißgeliebter McChronicle wusste das und hat an einer echten Zeitmaschine gearbeitet. Ihr wisst nicht zufällig, wo ich die finde? Ist sie das hier? Das ist nur ein Tachyon-Verdichter. Er erzeugt eine Anomalie, die die Zwischenzeit simuliert. Ein Simulator also. Und wo finde ich das echte Gerät? Wenn McChronicle an etwas gearbeitet hat, dann mit Sicherheit in seinem Schuppen. Aber da darf niemand rein. Der Dekan hat ihn versperrt und den Schlüssel einkassiert. Und damit kommen wir zur ersten Lektion für heute. Kein Schloss ist so versperrt, dass ein Professor Rufus es nicht aufforschen könnte. Notiert euch das. Es könnte in der Klausur vorkommen. So, das war's dann mit dieser kleinen Folge, Deponia. Ich hoffe, ihr habt euch alles aus dieser Folge notiert. In der nächsten machen wir dann den kleinen Test. Ich hoffe, ihr besteht alle mindestens mit einer 1, damit wir den Klassendurchschnitt nicht wieder runterziehen. Aber sonst, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne über YouTube-Funktionen wissen, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Und ansonsten, ja, in der nächsten Folge würde ich planen, ich glaube, ich würde es mal so kapitelmäßig machen, in Anführungszeichen. Und dann wird es halt ein bisschen längeres Video, aber ich glaube, das ist besser, um einfach immer nachvollziehen zu können, was man jetzt in jeweils den Kapitel gemacht hat, wie zum Beispiel jetzt wird es dann das nächste wohl ist Uni-Kapitel. Keine Ahnung, fragt mich nicht, aber ich werde das wahrscheinlich mal probieren. Mal gucken, wie es ankommt, mal schauen, wie es zu aufnehmen ist und zu spielen. Aber ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dahin, bleibt streifig, lasst es euch gut gehen und bye bye.